Willkommen zurück zu Skyrim. So, jetzt wollen wir mal hier uns voranwagen. Wir haben ja schon so einige silberne Hände zwar besiegt, aber wir haben ja im letzten Part gehört, dass wohl der Anführer ja Leute auffordert, gegen ihn zu kämpfen. Und nun ja, dann wollen wir mal ihm das Späßchen nicht verderben und ihn ein Kämpfchen bieten, den ich aber natürlich irgendwann mal, hallo, gewinnen werde. Dann wollen wir den mal ein bisschen piesacken. Huhu. Und es ist natürlich mal wieder ein Zweihandkrieger. Hallo? Wer ist da? Der Wind, der Wind. Mit eiserner Doch niemand hier. Hand. Ja, geh mal wieder schlafen, dann kann ich dich wieder erneut piesacken. Ist da jemand? Niemand da. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Wie gesagt, ihr habt wenigstens. Verlogene kleine Hure. Das Balg ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Kriegt nicht einen rostigen Septim von mir. Ja. Ich sorge dafür, dass du auch später nicht, wenn du wieder wach wirst, damit kein Problem mehr kriegst. So, gut Nächtle. Dö. Er zuckte noch. So, lassen wir ihm das mal schön. Komm, Link, leg dich doch. Nein? Okay, dann eben nicht. Wie festgewurzelt ist er jetzt da? Kleine Heilung nehmen wir mit. Schneebären nehmen wir mit. Euren Wein dürft ihr behalten. Genauso wie die Tomaten. So. Dann kannst du jetzt schön in Ruhe ausschlafen. Und dann wachst du mit voller Energie wieder irgendwann dann auf. Jetzt flogen aber alle Pfeile auf und davon, hatten keinen Bock mehr herumzuhängen. Nun gut. Skoma könnt ihr behalten. Ich will keine Drogen. Danke schön. So, und hier haben wir. Ach so, war eine Dame. Okay, die hatten wir ja da auch erwischt gehabt von unten her mit einem Mal. Auch sie liegt hier ein bisschen ungemütlich. Komm mal, Mate, Madame. Tup-di-tup. So, dann kannst du da hinten dich auch ausruhen.
ist auf jeden Fall etwas gemütlicher als so komisch über ein Steingebiet zu hängen. So. So. Noch die Beine einmal so. Dann schön so. Und jetzt den ganzen Körper nochmal richtig drauf. So. Bam. So, Madame. Ein Bein hoch. So. Ein. Du sollst schon das andere Bein mit auf deine Liegestelle. Oh, nein. So. Nein. So. So. Komm mal her. Komm noch mal her. So. Und jetzt. Nein. Och, Mensch, Madame. So. Dann versuche ich dich einfach aufs Bett drauf zu legen. Hast wohl keinen Bock auf einen Schlafsack zu pennen, hm? Willst lieber auf dem Bett pennen. Kann ich auch total verstehen. So. Und jetzt. So. So. Und wieder verstecken. So, dann einmal kurz duschen. So. So, dann gucken wir hier mal. Nö, nö. Nö, man hört schon, wie der da rum am Maulen ist. Und das könnt ihr alles behalten. Und hier habt ihr auch keine teuren Bücher, keine wertvollen Bücher. Nehmen wir aber das gerne mit. Nö. Auch nichts. Okay, okay. Ups. Erstmal gucken. Nee, okay. Alles klärchen. So, dann speichere ich jetzt hier nochmal. So. Nummer 1. Wow. Nö. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Da unten läuft der Boss herum. So. Ich hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Hat nicht. Stahl. Immer das ist noch echte Kunst. Holt sich, was man will und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Hm. Hört sich eigentlich eher langweilig an. Ist da jemand? Oh, nö. Hast du Angst?
ist das? Huch. Okay. Ein ja? Tod nach langer Zeit. Guten Tag. So, dann wollen wir mal den einen wieder ausschalten. So, mal sehen. Oha. Gut. Diesmal nicht mit einem Pfeil. So. Gut. Dann du. Dann gehen wir jetzt hier ins Eckchen. So. 1, 2, 3. Doch niemand hier. Was? Nein. Ihr seid tot. Nein, das kann nicht sein. Tot! Was war das? Nix. Was? Schleicht sich wohl ein Mörder herum. Jaha. Was? Ich schätze, das ist halt der Bogenschütze, der das hier... Ach, es ist auch noch ein Elf. Okay. Also ein Elf, ein Ork und oh, keine Ahnung. Den hätten wir auch fast. Das ist der Ork. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ein feiner Skoma. Das wäre jetzt was. Sie würde auf mich warten. Der Importierte. Nur ein kleiner. Was war das? Ja, hallo. Kuckuck. Mal alle nach und nach runterfahren. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Oh. Geh zur Akademie, sagte Vater. Das ist der, den wir schon... Zwei, drei... So, der hat zwei Zwergenpfeile. Ja! Da könnt ihr noch jemanden auf ein Bett legen. Ihr sollt ja alle schön schlafen gehen. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen? Nein, das nicht. Überhaupt nicht. Du kriegst ihn in den Hintern. Jetzt seid ihr nur noch drei. Jetzt seid ihr nur noch drei. So, dann speichere ich hier mal wieder drüber. So, weil was wir haben, das haben wir. So, schleichen auf 82.
So, spannen wir unseren Bogen und du kriegst auch. Keine Sekunde. Was macht das? Einfach das Gold ausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Was war das? Der Wind, der durch eure Hallen weht. Ups. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Ups. Das war der Ork. Ach, mach das Späßchen. Ist da jemand? Nein. Jo. Also Bogen und Zweihandkrieger. Okay. Lieber Bogen, aber in Nahkampf, also Zweihänder. Gut, deswegen geht er auch mit seiner Gesundheit so langsam runter. Verlogene kleine Hure. Das bald. Was? Zwei Handkrieger sind natürlich immer besser gerüstet, ist ja klar. Weil Bogenschützen arbeiten ja nun mal von der Ferne und nicht direkt im Getummel. Was war das? So, dann kriegst du noch mal eins drauf. So. Was war das? Geht mal schön wieder. So, und hopp. Was war das? Hallo? Wer ist da? Ich sag ja, der Wind. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ja, hast du. Ganz vollkommen recht. Ah, trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Und es satt in ein Waffen zu gehen. Was? So, ich will natürlich erstmal die Eisenpfeile weghaben. Deswegen benutze ich die auch jetzt. Auch wenn es länger dauert. Aber ich bin was? Nicht. Es gab einst eine Holde, ihr Haar ist nicht dem Golde des Frühlings in Straßen mit Kai. Schön gesungen. Komm. Wie gesagt, ich bin nicht gerne diejenige oder derjenige, der halt wie andere die Pfeile einfach wegtun. Ich gehöre nicht zu denen, dazu die Gruppierung. Was war das? Sondern ich verbrauche gerne auch erstmal mein Zeug. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. So. Dann kriegst du jetzt wieder. Ist da jemand? Ist da jemand? Ja, der Wind. Ihr Trottel. Da steht man teilweise direkt vor euch und du siehst es nicht. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Keine Sekunde verbringe ich mehr an diesem Tschüss.
So. Wie sie immer angeschwatzt kommen. Ja, ja. Hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. So. Immer müssen sie sich wehren. Was? Was? Wir sind verloren! Rückzug! So, das ist der andere. Doch so. Oh. Was? So. Damit hätten wir den auch weg. So, und wie wir jetzt dann den nächsten hier beseitigen, machen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wär's, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denne dann. Tschüss.